Hallo, guten Morgen, liebe Freunde. Das neue Jahr hat begonnen und mit dem neuen Jahr wird wie üblich alles anders. Nicht nur, dass ich mich rasiert habe, nein, ich arbeite jetzt auch woanders und zwar nicht mehr in einer Praxis, sondern ich arbeite jetzt in einer Klinik. Und dahin nehme ich euch jetzt mal mit. DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. So, jetzt sind wir in der Klinik angekommen und es ist noch sehr, sehr früh am Morgen. Aber es ist eine Menge zu machen und was so in so einer Klinik alles zu tun ist, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Heute geht es erstmal um die klassischen Neujahrsvorsätze. Und zwar um ein paar Tipps, wie man es vielleicht schafft, im neuen Jahr doch mal was einzuhalten. Ihr wisst ja, ich kämpfe immer so ein bisschen mit meiner Ernährung. Ich kämpfe immer so ein bisschen mit dem Sport. Viel zu tun, viel Arbeit, Genussmensch. Und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, wie ich das vielleicht in den Griff kriege. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Aber jetzt muss ich mich erstmal umziehen und habe erstmal einen stressigen Arbeitstag vor mir. Ich sag mal, puh, das war ein ziemlich harter Tag. Wir haben mittlerweile nämlich schon Abend und Gott sei Dank Feierabend. Und jetzt kommt genau das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Es geht nämlich um die Frage der Ernährungsumstellung. Wer den DocPod regelmäßig hört, also unseren Podcast, der immer dienstags rauskommt, oder aber den Notfall-Podcast, der immer am Samstag rauskommt, der weiß, dass der Pablo, aber auch ich, versuche, meine Ernährung so ein bisschen umzustellen. Warum machen wir das? Klar, einmal wegen der Wampe, die muss irgendwie weg. Und zum anderen habe ich natürlich mit der Lisa gewettet, dass ich es schaffe, die 6,4 Kilometer in unter, Achtung, 40 Minuten, nicht 40 Sekunden, wie ich das im vorherigen Video gesagt habe, zu laufen. Und da muss einfach das Gewicht ein bisschen runter. Aber wie macht man das in so einem stressigen Alltag, ne? Wenn man einmal rumschaut, da ist richtig viel zu tun. Und man kommt also früh irgendwie in die Praxis oder in die Klinik oder ins Büro und muss erstmal arbeiten. Das heißt, die Aufgabe, Alltag, buch. Und dann ist irgendwie Mittag und man hat echt Riesenhunger. Vielleicht hat man Frühstück gegessen, vielleicht auch nicht. Und dann geht das sofort los. Wer keine gute Kantine auf der Arbeit hat, der begibt sich echt in Gefahr, irgendwie Fastfood-Zeug oder was vom Metzger oder mal was vom Bäcker oder so zu holen. Das kann man schon ab und zu mal machen. Aber wenn man das regelmäßig macht, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, das ist einfach, als ich in der Praxis gearbeitet habe, da war einfach nicht viel mit gesundem Essen in der Nähe oder sowas. Und dann ist das zur Routine geworden. Wenn man Mittag einfach nicht mehr konnte und müde war und irgendwie eine Pause gebraucht hat, dann hat man schnell was geholt, hat sich mal niedergesetzt, irgendwie, keine Ahnung, Netflix geguckt in der Mittagspause und ordentlich was gegessen. Und dann war der Hunger weg, aber man war völlig platt, völlig voll und war danach eigentlich noch müder als vorher. Das ist nicht gut. Und ich habe jetzt hier Glück. Ich habe in der Klinik, gibt es eine super Cafeteria und beziehungsweise eine super Kantine und die machen frisches Essen. Und das ist mal Punkt 1. Versucht mittags frisch zu essen. Es muss kein warmes Essen sein, es kann auch irgendwie was Kaltes sein, irgendwie so ein Couscous-Salat oder irgendwas Proteinreiches, Gesundes, nach Möglichkeit nicht unbedingt Fleisch. Das liegt einfach daran, dass Fleisch generell nicht unbedingt die Lebenserwartung erhöht und das ist natürlich irgendwie meistens auch mit irgendwelchen kohlenhydratreichen Beilagen serviert wird und dann kriegt man ja wieder irgendwie diesen Glukose-Drop, dass man das Zeug isst und danach noch müder ist als vorher. Sind so die beiden Gründe. Ich versuche mal was Vegetarisches zu essen, einen ordentlichen Salat, vielleicht irgendwie auch irgendwie Kidneybohnen oder sowas. All das ist nicht ganz ungesund. Dann nächster Tipp, was ich ab jetzt mache, ich lasse so diese Zwischendinger weg, ja. Man hat ja oft, wenn man Mittag gegessen hat und dann hat so die Glukosewirkung nachgelassen, Nachmittag nochmal echt total Hunger auf ein Teilchen oder irgendwas Süßes oder im Sommer auf eine Kugel Eis. Das einfach weglassen. Das zu essen reduziert den Hunger nicht unbedingt. Das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich der Trinkerei. Was trinken wir so den ganzen Tag? Das ist ein riesen Punkt. Wir können durch ordentliches Trinken wirklich hunderte Kalorien sparen und uns einfach auch gesünder ernähren. Deswegen, was trinkt man? Wasser. Man kann ungesüßten Kaffee und ungesüßten Tee trinken. Alles andere sind leere, verballerte Kalorien, die auch noch, da gibt es gute Studien dazu, deutlich schneller und deutlich stärker wirken, weil die Glukose einfach
ungebremst und nicht nur die Glucose, auch die Fructose einfach ungebremst ins Blut übergehen, in die Leber, machen Fettleber, machen uns dick, ist also nicht gesund. Und da gelten leider auch leckere Apfelsäfte oder Orangensäfte, alles was einfach Fruchtzucker oder Traubenzucker oder normalen Zucker hat. Früchte essen als Alternative? Ja, in Maßen, das ist eine gute Idee. Wenn nämlich der Zucker gebunden ist an Ballaststoffe, dann ist das nicht so schlimm, dann wird er langsam abgegeben, nicht so als Flasch und es hat einfach einen besseren metabolischen Effekt und es macht tatsächlich auch nicht so dick. Also wenn Früchte wegen Vitaminen und so weiter und so fort, dann unbedingt in Form von Früchten, also echten Früchten, aber auch nicht zu viel. Man sagt ja, one apple a day keeps the doctor away. Ist jetzt in meinem Fall ein bisschen blöd, aber prinzipiell stimmt das schon. So, was kann man noch machen? Sport. Ganz klar, wenn man abnehmen möchte, muss man Sport machen. Vielleicht auch einfach mal entspannen. So Sauna und so ist auch nicht so schlecht, weil es einfach die metabolische Rate erhöht. Aber das Thema Sport ist ein ganz großes. Ne? Es gibt ja so diesen Cartoon, wo steht irgendwie Fitnessstudio im Januar und da sieht man eine Menschenmenge einfach und Fitnessstudio im Februar, da ist kein Mensch mehr da. Und das ist echt ein wichtiger Punkt, weil es bringt überhaupt nichts, wenn man mal 2 Wochen intensiv Sport macht und dann gar nichts mehr. Man sagt immer, das Allerbeste, um richtig fit zu werden, ist 3-mal die Woche. Ja, das stimmt. Aber was bringt's mir denn, wenn ich 2 Wochen 3-mal die Woche gehe und dann gehe ich gar nicht mehr, weil ich es wieder nicht schaffe, weil ich in den 2 Wochen vielleicht all meine Energie darauf verwendet habe, das irgendwie zu schaffen und mich dann der Alltag doch wieder einholt. Deswegen mein Tipp, meine Devise, Bewegung, wo es geht. Ob es ein kleiner Spaziergang ist, vielleicht ein bisschen länger mit dem Hund, ob es abend ein Joggen ist, was vielleicht nur einmal die Woche funktioniert, ob es ins Schwimmbad gehen mit den Kindern oder dem Partner ist. Alles, was Bewegung ist, ist gut, verbrennt Kalorien, wobei man gar nicht mehr so in Kalorien rechnet, aber der Leichtigkeit halber kann man das schon mal sagen und ist einfach, tut dir auch gut. Ne? Es ist deutlich besser, abends ins Bett zu gehen, wenn man Sport gemacht hat, als wenn man sich irgendwie einen riesen Schnitzel reingedroschen hat. Und das ist der nächste Tipp, der nächste Punkt, den ich versuche für mich zu beachten. Abends nicht müde machen durch Futtern oder irgendwie Bier oder viel Alkohol trinken, sondern müde machen durch Aktivität. Wenn man nach Hause kommt, nicht einfach völlig lakonisch auf die Couch klatschen, sondern tatsächlich sagen, wir machen noch mal was. Aktivität ist super wichtig. Wie kann man es unterm Strich zusammenfassen? Ist gar nicht so einfach. Wenn man abnehmen möchte, wenn man so ein Projekt hat, dass man sagt, man möchte was ändern, dann reicht eine Diät, die man einfach mal kurz macht, nicht aus. Was muss ich machen? Ich muss wirklich mein Leben ändern. Aber das Ändern eines Lebens funktioniert immer echt schlecht, weil meistens ist es ja dann doch so, dass man es nicht durchhält. Deswegen ist mein Tipp sozusagen die Stierkat-Methode. Kleine Schritte. Wirklich kleine Schritte, die tolerabel sind, die akzeptabel sind, die man gut in den Alltag einbauen kann. Nur so funktioniert es und nur so macht es auch Spaß. Ich selber bin ja auch irgendwie zu dick und übergewichtig, aber ich werde das so dieses Jahr machen. Und ich sage bewusst nicht durchziehen, weil ich werde es machen, ohne dass ich mich dazu zwingen muss. Und ich mache das schon, ich habe 3 Kilo abgenommen und es geht mir sehr gut dabei. Wie sieht es bei euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wollt ihr das vielleicht mit mir zusammen durchziehen? Dass man einfach mal so in die Kommentare schreibt, okay, wir stehen jetzt da und wir gucken einfach mal, wo stehen wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wenn der Lauf ist, den ich mit Lisa gewettet hat und wo ich unbedingt gewinnen muss. Das wäre cool. Schreibt es in die Kommentare. Sagt uns oder mir vielleicht, wie ihr es macht. Lasst uns ein Like da, folgt unseren Kanal und vergesst nicht, immer schön den DocPod zu hören, unseren Podcast, der immer dienstags und samstags rauskommt, einmal mit Doc Pablo und einmal mit der Lisa. Bis dahin, ich sehe euch nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.